Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde. Das ist nun das Kapitel 3 des Anfänger-Tutorials und heute geht es um die Holztrocknung. Bevor wir jetzt allerdings unseren Haselnussast einfach so irgendwo in die Ecke stellen und ihn vergessen und da möglicherweise Trocknungsrisse entstehen, möchte ich jetzt diesen Haselnussast hier mit euch dementsprechend vorbereiten, dass bei der Trocknung später nichts schiefgehen kann. Ich hatte ja bereits ein Tutorial über das Einlagern von Holz gemacht, allerdings damals nicht ganz so ausführlich. Wenn ihr trotzdem mal gucken wollt, hier ist der entsprechende Link dazu. In dem heutigen Fall möchte ich das Ganze etwas anschaulicher erklären und vor allem erläutern, warum was wie gemacht wird. Ich habe einmal kurz die Werkzeuge mitgebracht oder die Materialien, die wir heute brauchen werden. Das ist einmal Holzleim, ein ganz normales Messer. Das muss nicht unbedingt hier so ein Schwedenmesser sein, das kann auch jedes andere Messer sein. Dann die Allzweckwaffe Zollstock, die eigentlich jeder irgendwo mal dabei haben sollte. Ganz einfach, damit man so ein bisschen ausmessen kann, wie lang denn jetzt ein Ast ist. Und zu guter Letzt nochmal unsere kleine Säge, die wir auch schon beim Holzfällen benutzt haben. Und dann kann es ja eigentlich losgehen. Die erste Amtshandlung ist einmal unseren Haselnussast genauer zu vermessen. Das habe ich ja das letzte Mal nur relativ provisorisch gemacht mit der eigenen Körperlänge. Und da merken wir schon, der hat noch über 2 Meter. Und ich würde empfehlen, zum Einlagern immer so um die 1,90 Meter. Das legen wir genau so, dass an beiden Enden ungefähr gleich viel abgeschnitten wird. Dann markieren wir das Ganze einmal ganz kurz mit einem Schnitt hier und einem Schnitt hier. Dann haben wir den Zollstock wieder weggepackt und dann kann es losgehen mit dem Sägen. Da das Ganze auf der anderen Seite genauso passiert mit dem Absägen, erzähle ich euch jetzt einmal ganz kurz, warum überhaupt die Enden abgesägt und dann im Anschluss versiegelt werden. Warum werden die Holzenden überhaupt versiegelt? Ob man nun die Enden noch einmal absägen muss, hängt von 2 Faktoren ab. Der erste Faktor ist die aktuelle Länge eures Haselnussastes. Mehr als 190 cm muss er für einen ganz normalen Bogen nicht haben. Also kann alles darüber erst einmal ab. Der zweite Faktor ist die aktuelle Rissbildung. Haben sich schon Trockenrisse gebildet? Wenn ja, dann solltet ihr den Haselnussast so weit einkürzen, bis an den Stirnseiten keine Risse mehr zu erkennen sind. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell das manchmal mit den Rissen geht. Das kann bei manchen Hölzern mitunter in Minuten passieren. Kommen wir nun zum Versiegeln der Stirnseiten. Das Versiegeln der Stirnseiten hat folgenden Sinn. Holz trocknet unterschiedlich schnell, wenn man die Stirnseiten nicht versiegelt. Deswegen bilden sich dann Risse. Die Risse machen den Rohling nicht prinzipiell untauglich, aber unschön sind sie allemal. Daher werden die beiden Stirnseiten einigermaßen wasserdicht versiegelt. Hier seht ihr einmal, warum sich an einer unversiegelten Stirnseite beim Trocknen Risse bilden. Holz hat, wie ihr wisst, eine Faserstruktur. Diese Struktur geht maßgeblich von den einzelnen Holzzellen aus. Innerhalb der Holzstruktur gibt es Gefäße, die dem Wassertransport dienen. Sie werden Tracheen und Tracheiden genannt. Diese Gefäße werden von der Pflanze dazu benutzt, um Flüssigkeit aus den Wurzeln in die Baumkrone zu transportieren. Bei Haselnuss sieht man im Querschnitt auch sehr schön die Markstrahlen. Markstrahlen führen vom Markkanal bis zum Kambium und dienen der radialen Versorgung mit Wasser und Nährstoffen. Wenn wir nun einen Haselnussast absägen, dann schneiden wir in diese Holzzellen und damit auch in die Tracheen und Tracheiden quer hinein. Legen wir nun den Ast zum Trocknen beiseite, so wird über die Stirnseiten des Holzes viel schneller Feuchtigkeit abgegeben als über die Stammaußenseite. Hier handelt es sich also genau genommen um viele kleine Wasserleitungen, die wir angeschnitten haben. Wenn nun das Holz in der Region um die Schnittstelle schneller Wasser verliert als im restlichen Stamm, dann schrumpft es dort. Die Holzfasern geben dann irgendwann diesen entstehenden Spannungen nach und reißen ein. Eben aus diesem Grund gilt es, die zahllosen angeschnittenen Wasserleitungen zu verschließen und somit zu verhindern, dass hier das Wasser schneller aus dem Holz verschwindet als im restlichen Stamm.
Je gleichmäßiger und je langsamer das Holz trocknet, desto geringer sind die entstehenden Spannungen und umso geringer auch die Gefahr, dass das Holz einreißt. An dieser Stelle nun möchte ich euch zwei Möglichkeiten eröffnen, wie ihr weiter verfahren könnt. Die erste Möglichkeit ist, das Holz möglichst schonend zu trocknen. Das wird so zwischen einem und eineinhalb Monate dauern. Die andere Möglichkeit ist, das Holz auf schnellere Art und Weise zu trocknen. Das ist besonders für diejenigen, die ein wenig ungeduldig sind unter euch, vorteilhaft. Und ich werde jetzt loslegen, und zwar mit der Methode, wie man das Holz einlagert, wenn man es möglichst schonend trocknen möchte. Wenn man Holz möglichst schonend trocknen will, dann sollte man darauf achten, dass das Holz langsam trocknet. Damit das Holz langsam trocknet, ist es wichtig, dass die Rinde, die auf dem Haselnuss jetzt noch drauf ist, auch da drauf bleibt. Des Weiteren ist natürlich wichtig, wie bei der Schnelltrocknen-Methode übrigens auch, dass die Stirnseiten hier versiegelt werden. Warum, habe ich eben ja schon erläutert. Aus diesem Grund werde ich jetzt anfangen, mit dem Messer hier die Stirnseiten dementsprechend vorzubereiten, dass wir sie mit Leim einstreichen können. Wie in dem Video über Holztrocknung, das ich schon online gestellt habe, werde ich auch in diesem Video bei dem Haselnuss hier die Kanten ein wenig brechen. Das hat zum Ziel, dass bei der Trocknung die Spannungen von diesen scharfen Kanten, die jetzt hier rund um die Schnittstelle noch entstanden sind, zu nehmen und somit hoffentlich weniger Risse zu erhalten als ohne diesen Schnitt. Das Ganze passiert logischerweise auf beiden Stammseiten. Nach dieser Aktion wird jetzt hier mit Weißleim, am besten wasserfester, auf beiden Seiten des Stammes die Stirnseite versiegelt, sodass möglichst wenig Wasser an diesen beiden Stellen austreten kann. Insgesamt ist es auch gar nicht so verkehrt, so ein bisschen über den Rand hinaus zu streichen, also die Seiten auch noch so 1 cm bis 2 cm weit zu bestreichen. Das macht das Ergebnis meistens noch ein bisschen besser. An dieser Stelle sind wir jetzt mit den Vorbereitungen zum Einlagern soweit fertig. Wir müssen nur noch warten, bis die beiden Enden mit dem Weißleim getrocknet sind. Das wird zwischen einer und eineinhalb Stunden dauern. Nachdem nun der Weißleim an beiden Seiten des Stämmchens getrocknet ist, kann dieser Haselnuss hier in die Trocknung gegeben werden. Da empfiehlt sich natürlich, wer hätte es gedacht, ein trockener Ort, und hier kann ich besonders empfehlen ein unbeheiztes Schlafzimmer oder unbeheizte Kellerräume. Heizungskeller ist nicht so gut, auch der Dachboden eignet sich nicht so gut, weil es hier im Sommer sehr heiß werden kann. Wir wollen das Holz ja nicht übertrocknen, das heißt, es soll in gebührender Geschwindigkeit, das heißt gebührend langsam trocknen, und deswegen auf jeden Fall erstmal unbeheizte Räume. Natürlich kann man das Ganze auch draußen im Gartenschuppen machen, insofern der jetzt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung leidet und da auch Temperaturen entwickelt, die jenseits der 30 Grad sind. Worauf es eben ankommt, ist, dass das Holz nun einige Zeit braucht. Hatte schon gesagt, 2 bis 3 Monate wird das jetzt dauern. Kommen wir nun zur Möglichkeit 2, die ich euch eröffnen möchte, und zwar der Schnelltrocknung von Haselnuss. Dabei müsst ihr verstehen, dass je weniger Holz am Bogenrohling ist, der natürlich auch dementsprechend schneller trocknet. Das heißt, je mehr Ahnung man vom Bogenbau hat, desto genauer kann man jetzt schon arbeiten und desto sicherer kann man arbeiten und desto weniger Holz ist im Endeffekt dann am Rohling und desto kürzer ist auch die Trockenzeit. Ich denke, dass unter normalen Bedingungen, wenn man jetzt nicht besonders viel Ahnung vom Bogenbau hat und man den Bogenrohling trotzdem etwas vorarbeitet, dann kann man ihn natürlich nicht so weit vorarbeiten, aber dann wird die Trocknung immer noch so um die 4 bis 6 Wochen brauchen. Das ist dann die Schnelltrocknung.
Die langsame Trocknung, die ich in Möglichkeit 1 vorgestellt habe, wird so zwischen 2 und 3 Monaten dauern. Wenn man sich dafür entscheidet, den Haselnuss schnell zu trocknen, dann kommt es darauf an, dass man sich jetzt schon darüber im Klaren ist, auf welcher Seite dieses Stämmchens später einmal der Bogenrücken liegen wird. Und wie ihr diesen Bogenrücken ausfindig machen könnt, das möchte ich euch jetzt einmal kurz erklären. Wenn man nun den Bogenrücken in einem Stämmchen wie diesem hier finden möchte, dann ist es am einfachsten, an diesem Stämmchen entlang zu peilen. Da ist natürlich ein geschultes Auge von Vorteil. Ich entscheide mich jetzt genau für, einmal noch mal kurz drehen. Ich entscheide mich genau für diese Seite hier. So, ja, könnt das schön sehen. Und das zeichne ich mir jetzt einmal ganz kurz an. Tja, die Frage, die jetzt im Raume steht, ist, was habe ich eigentlich genau gemacht? Und um das noch etwas genauer erklären zu können, habe ich mich nochmal an den Schreibtisch begeben, ein paar Aquarelle gemalt und kann euch so genau erklären, wie man einen Bogenrücken in einem solchen Stämmchen findet. Bevor wir uns auf die Suche nach dem Bogenrücken begeben, ein paar kurze Informationen zum Bogenrücken allgemein. Der Rücken des späteren Bogens liegt direkt unter der Rinde des Holzes. Die Stammaußenseite bildet also den Bogenrücken. Deswegen sollte man sehr vorsichtig mit dem Stämmchen umgehen, wenn man noch nicht weiß, welche Seite nun später der Bogenrücken werden soll. Denn potenziell kann der ja auf jeder Seite liegen. Wie wir wissen, muss der Bogenrücken später einmal die gesamte Zugbelastung im Holz tragen. Deswegen passt gut darauf auf, dass er die Stammaußenseite nicht verletzt. Andernfalls kann der Traum vom selbstgebauten Bogen schneller platzen, als einem lieb ist. Nun denn, auf der Suche nach dem Bogenrücken kommt es darauf an, zum einen die vorhandenen Äste zu beachten und zum anderen die Wellen, die Holz nun einmal hat, richtig in den Bogen zu legen. Da es oft schwer ist, beide Faktoren günstig in Einklang mit dem Bogenrücken zu bringen, sollte man zuerst einmal die Äste außer Acht lassen und sich auf die Wellen konzentrieren. Bei der nachfolgenden Regel ist darauf zu achten, dass der Bogenrücken, den ich euch zeigen will, immer in der nach oben liegenden Stammseite liegt. Wenn ein normaler Stamm also wie hier abgebildet zu sehen ist, dann liegt der Bogenrücken auf der oberen Stammaußenseite. Nun aber zu den Regeln, wie man den optimalen Bogenrücken findet. Nummer 1. Sollte ein Stämmchen nicht ganz gerade sein, und das ist eigentlich immer der Fall, dann sollte man den Bogen so in das Stämmchen legen, dass er so wenig seitlichen Verzug hat, wie es geht. Horizontale Wellen sind besser als vertikale Wellen. Nummer 2. Sollte ein Haselast über die gesamte Länge gekrümmt sein, so sollte man den Bogenrücken in die konkave, also in die nach innen gewölbte Seite legen. Bogenbauer sprechen hier immer von reflexem Holz. Man kann natürlich auch einen Bogen aus deflexem Holz bauen, das bietet sich manchmal sogar an, aber bei Haselnuss nehmen wir die reflexe Seite, wenn wir können. Nummer 3. Wenn euer Haselnussast es gar nicht zulässt, dass ihr einen Bogenrücken ohne seitlichen Verzug erhaltet, dann versucht, ihn so gering wie möglich zu halten. Als Richtwert solltet ihr immer nehmen, dass die beiden Stammenden und die Stammmitte sich in einer Linie befinden. Das könnt ihr natürlich mit Hilfe einer Schnur machen, wenn euer Blick noch nicht so geschult ist. Am besten wäre es aber wohl, wenn ihr in einem solchen Fall den Stamm erst einmal beiseite legt und euch für den Anfang einen geraderen Haselnussast besorgt. Nummer 4. Wenn Äste im Holz sind, sollte man versuchen, sie aus dem Bogenrücken herauszuhalten. Dies gelingt allerdings nur selten. Meist muss man mit 1 oder 2 Ästen im Bogenrücken leben. Nummer 5. Wenn man Äste in den Bogenrücken hineinlegt, dann sollte man versuchen, sie so weit es geht in die Mitte des Bogens zu legen. Nummer 6. Keine Panik vor Ästen. Wenn es nicht klappt, bei gerade verlaufendem Bogenrücken Äste zu vermeiden oder sie in die Mitte des Bogenrückens zu setzen, dann ist das kein großes Problem. Äste sind eigentlich weitaus weniger schlimm als gedacht. Trotzdem ist aber die astfreie Seite des Stammes immer der astigen vorzuziehen, wenn dies mit den Wellen im Holz zu vereinen ist. Nummer 7. Solltet ihr jetzt ein Stämmchen vor euch liegen haben, was stark astig und noch dazu krumm nach allen Seiten ist, würde ich euch nahelegen, das Holz erst einmal beiseite zu legen. Für den Anfang ist das dann nichts. Am besten für den Anfang eignet sich gerades, astfreies Holz.